Willkommen zurück zu The Long Dark. Da geht uns gleich mal ein Lichtlein auf, während wir hier uns im Kater-Staudamm ein bisschen umsehen. Wir haben jetzt gewartet, bis die Aurora vorbei ist, damit wir hier durchlaufen können. Die Aufzüge haben leider nicht funktioniert. Und jetzt schauen wir mal hier runter. Wir werden hier noch ein bisschen durchsuchen. Wir haben ja sonst eigentlich nichts zu tun. Und müssen dann nochmal warten, bis zum nächsten Abend bzw. zur Nacht, in der Hoffnung, dass gleich wieder eine weitere Aurora kommt. Mach mal das Licht wieder aus. Hier unten ist es eigentlich hell genug. Wir müssen ja auch ein bisschen sparen. Und wir müssen ein bisschen warten und hoffen, dass eine Aurora kommt, damit wir hier unten uns einen weiteren Datensatz abholen können. Und das Problem dabei ist, dass wenn wir den haben, müssen wir wieder nach oben, weil wir anschließend hier die Gleise benutzen und nicht hier unten beim Staudamm rausgehen. Wir gehen nicht direkt zum idyllischen Tal, sondern wir gehen erst zur Küstenstraße, damit wir die abarbeiten können, weil wir zum idyllischen Tal sowieso gehen müssen, wenn wir dann anschließend doch ganz zum Schluss zum Wolfsberg wollen. Deswegen macht das meiner Meinung nach mehr Sinn, wenn wir erst zur Küstenstraße gehen und dann noch eine, ich weiß nicht mehr, wie die letzte Karte heißt, die mit dem Leuchtturm. Da müssen wir nämlich auch noch hin, da müssen wir wieder zurück und dann können wir nämlich von der Küstenstraße aus, können wir direkt dann Richtung idyllisches Tal und von dort dann aus Richtung Wolfsberg gehen. Das ist aktuell so der Plan. Ich denke, dann haben wir eine einigermaßen sichere Passage, einigermaßen gut abgedeckt, müssen nicht bestimmte Gebiete öfter wie wirklich notwendig begehen. Und dann passt das alles. So, ich werde mal hier ein bisschen durchsprinten. Wir können ruhig ein bisschen Ausdauer verbraten. Überhaupt kein Problem, weil wir sowieso gleich wieder schlafen müssen. Bis zum Abend. Ich habe halt die Hoffnung echt noch nicht aufgegeben, dass wir doch noch irgendwann mal nicht eine Gewehrpatrone, sondern auch ein zu der Gewehrpatrone passendes Gewehr finden. Aber es hat halt einfach noch nicht sein sollen bisher. Leider. Ich weiß, dass da unten, wo wir dann jetzt letztendlich dann rausgehen, dass da immer eine Leiche sitzt mit Pfeilen, mit kaputten Pfeilen. Vielleicht haben wir Glück und dort ist dann ein Gewehr auch vorhanden. Vielleicht schießt er nicht mehr mit Pfeilen, sondern mit Gewehren. Wer weiß das schon. Das wäre fantastisch. So, hier vorne ist noch was zu essen. Ich bin aktuell sehr beladen, ne? 44 Kilo. Wir sind sehr beladen. Das heißt, wir können da vorne jetzt auch nicht das Seil runterklettern. Gehen wieder ganz normal zurück. Das macht aber gar nichts, weil wir ja dann unten sowieso, sobald wir uns dann wieder auf den Weg rausmachen, weil wir unten dann sowieso wieder Sachen hier zurücklassen, die wir nicht mehr brauchen. Ganz viel essen. Wir müssen sowieso gleich mal etwas trinken. Essen geht eigentlich noch. Weil da können wir auch gleich mal nachlegen. Das passt schon. Und er tut sich halt jetzt schon ein bisschen schwer, ne? Mit der Beladung, die er aktuell trägt, unser Charakter hier, da tut er sich etwas schwer. Aber da muss er jetzt durch. Da darf er sich keinen Hans Wurst heißen lassen. Das muss der schon schaffen. So, wir gehen in den unteren Damm. Da ist nochmal eine Sturmlaterne. Die lasse ich erstmal hier. Leider kein Gewehr. Hier hängt irgendwo ein Pfeil, genau, ein kaputter Pfeil. Ah, schade. Leiche hat auch nichts. Hier liegt auch noch ein kaputter Pfeil. Ich werde jetzt auch nicht anfangen, irgendwie mir noch Pfeil und Bogen zu craften. Könnten wir machen. Dafür müssen wir aber erst wieder dann Stöcke trocknen lassen. Das dauert dann auch wieder ewig. Muss nicht sein. Ich mach mal das Licht an. Wir haben so viel an Lampenöl, dass wir hier ruhig ein bisschen spendabel sein können.
können hier ohne Probleme noch mindestens einmal auffüllen. Das ist okay, nee. Vollmütze bleibt hier, braucht kein Mensch. Müsli-Riegel hingegen wird mitgenommen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier unten ein Gewehr findet, ist relativ gering. In der Mikrowelle ist nichts drin. Oh, nochmal rote Unterhosen. Lange Unterhosen. Ich habe in einer der letzten Folgen gesagt, wenn wir nochmal rote Unterhosen finden, dann bin ich geneigt, diese auch anzuziehen. This pack is getting too heavy to carry. Und unsere grüne Unterhose zu ersetzen. Wir müssen die auf alle Fälle reparieren noch. Ich würde das machen. Die wird mal zerlegt hier. 20 Minuten Zerlegzeit. Na gut, die ist zwar auch ein bisschen schwerer, aber dafür unglaublich mega dick. Also jetzt sind wir richtig gut ausgestattet. Jetzt würde ich auch... Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch was ändern könnten oder sollten. Das sieht schon richtig gut aus jetzt. Wir sind dick eingemümmelt. Und für die Kälte der Nacht sind wir auf alle Fälle gerüstet. Obwohl wir wahrscheinlich eh relativ wenig Zeit in der Nacht verbringen werden, beziehungsweise in der Kälte der Nacht. Weil die Wege halten sich relativ kurz, ja. So, wir essen und trinken mal was, damit werden wir auch nochmal ein bisschen leichter. Erstmal leckere Kekse. Nam, 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 nam. Standardfair. Dann noch ein bisschen Limonade dazu. Gut für die Zähne. Zähne putzen können wir leider nicht. Das heißt, wir sind jetzt schon einige Tage unterwegs, ohne die Zähne geputzt zu haben. Das freut den Zahnarzt bei unserem nächsten Besuch. Und uns natürlich auch, wenn er hier wieder schön rumbohren darf. Wir sind bei immer noch 44 Kilo. So, ich muss mal ein bisschen Ausschau halten, wo hier ein Monitor ist. Ich habe eine Vermutung, wo der sein könnte, der Monitor. Der hier wird es bestimmt nicht sein. Da sind nochmal Patronen. Der müsste ganz unten sein. Im Keller. Wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten müssen wir uns wirklich die beiden hier oben mal anschauen. Aber ich glaube nicht, dass das die sind, die wir brauchen. What have we here? Sweatshirt bleibt hier. Ich nehme jetzt alles Essen mit, ne? Es ist egal, ich nehme alles mit. Wir werden das dann hier lassen. Wenn wir gehen. Aber erstmal will ich Essen mitnehmen. Essen ist nicht so schwer. Hope I can still eat this. Deswegen, ne, notfalls können wir das Zeug immer noch zurücklassen. Oh, jetzt sind wir schon überladen. Theoretisch könnt ihr ja auch eigentlich Sachen hier lassen. Ne? Ich könnte ja hier gleich Sachen lassen. Starting to weigh me down. Zum Beispiel einfach mal 10 Liter an Wasser hier lassen. Ich darf das nur später dann nicht vergessen. Guck mal, wie flott und agil wir plötzlich sind. Weil wir ja sowieso auf dem gleichen Weg zurücklaufen müssen. Nähzeug nehme ich mit, weil wir noch reparieren werden auch. Weil wir noch reparieren werden auch. Wer sagt denn so einen Satz? Der Wollschal bleibt hier. Die Skischuhe kannst du vergessen. Viel zu schwer, viel zu unbequem. Also die Skischuhe würde ich wirklich nur anziehen, wenn ich wirklich sonst, keine Ahnung, barfuß unterwegs wäre oder so. Ansonsten machen die überhaupt keinen Sinn.
Wonder if this is any good to eat. So, in diesem Raum. Hier habe ich gemeint, hier müsste das dann eigentlich sein. Dass hier noch irgendwo ein Monitor steht. Hier kommt man normalerweise von außen wieder rein. In den Keller. Ah, da vorne ist... Also das sieht doch schon vielversprechend aus. Ich gehe davon aus, dass dieser Monitor da vorne der ist, den wir brauchen. Wir werden also hier mal unser Nachtlager aufschlagen. Werden bis dahin aber noch ein bisschen reparieren, solange es auch hell ist. Ein bisschen reparieren, ein bisschen was essen. Hier nochmal schauen, ob wir irgendwas übersehen haben. Ich wundere, ob ich irgendwas von diesem Gear kann. Die Arbeitsstiefel bleiben hier. Müssen wir unsere Stiefel schon reparieren? 95. Wir brauchen zum Reparieren getrocknetes Leder notfalls. 95 ist okay. 95 ist gut. Da brauchen wir nichts reparieren aktuell. Es ist alles leer, wie beim Interloper-Durchgang. Gut, dann vielleicht müssen wir ja gar nicht, ne? Wobei schlafen wäre schon nicht verkehrt, aber vielleicht vergeht die Zeit so weit, wenn wir jetzt einfach mal reparieren. Müssen wir was zerlegen? Ich habe jetzt natürlich, haben wir genügend Stoff? 21 Stoffstücke, das soll erstmal locker reichen. Ich würde gern, wir haben 200er Nähkästchen. Eins lassen wir dann wieder hier. Und das andere 100er nehmen wir dann mit. Ja, sag mal, jetzt ist es zweimal schon gescheitert. Dreimal gescheitert, was ist denn jetzt los? Fiese Sache, fiese Sache. Obwohl die Maske jetzt hier mit 88%, die ist auch noch super gut. 89. Na gut, wir können es ja machen, wir haben Zeit. Wir können uns den Luxus erlauben, hier mal schön zu reparieren. Vielleicht sind wir später nochmal froh, wenn wir das einigermaßen in Schuss gehalten haben, alles. Weil es vielleicht gerade um 1 oder 2 Grad dann wärmer hält als normal. Und dann sind wir froh, wenn alles wie fast neu ist. Die Sonne geht eh schon fast unter. 94. Wir haben noch 10 Stoffstücke. Ich würde mal die 10 würde ich jetzt aufheben. Was wir machen ist, ich werde mal... Oh, wir sind aufgestiegen. Flicken für Anfänger, Stufe 2 mittlerweile. So, wir befüllen mal unsere Lampe wieder. 2,54 Liter aktuell noch. 2 Liter immer noch. Wir können immer noch zweimal mindestens auffüllen. Wir haben hier auch nochmal 0,38. Ich glaube, das zählt aber zusammen. Hier auch nochmal. Also das passt schon. Das werde ich aber auf alle Fälle da lassen. So, 17%igen Energieriegel essen. Seltsamerweise habe ich schon lange keine Magenprobleme mehr gehabt. Ich weiß nicht, ob das in den Herausforderungen etwas reduziert ist oder allgemein im Stalker-Durchgang reduziert ist. Aber ich habe schon lange keine Magenprobleme durch schlechtes Essen mehr gehabt. So 5 Stunden schlafen. Wir müssen sowieso dann nochmal hier unten schlafen. Es blutzelt wieder. Fantastisch. Also das ist schon richtig gut, dass hier wirklich jede Nacht hier die Aurora ist. Er hat es nicht gesagt, aber er hat Heiß im Hauptwaschraum auf dem Boden gefunden, sagte. Er wäre auf Wasser aus dem Leck ausgerutscht, das wir einfach nicht gestopft kriegen. Ein gebrochener Ellbogen, was bedeutet, dass wir bei der Überholung ein Mann zu wenig sind. Okay. Also hier oben ist die Markierung weg. Das heißt, wir können wieder nach oben gehen. Wir kommen halt jetzt hier oben nicht durch, deswegen schlafen wir gleich mal bis zum
morgen. Wollen noch was trinken. Und können dann hoffentlich frisch, fromm, fröhlich, frei. Oh, wir müssen lange schlafen. 10 Stunden. Können wir dann tagsüber den Damm verlassen. Ach. Na gut, wir warten ein bisschen. Den Damm verlassen und entsprechend dann bei Tageslicht hier schön marschieren in das nächste Gebiet. Sind übrigens wieder komplett geheilt, was fantastisch ist. Wir brechen mal kurz ab, werden den Rest noch etwas schlafen. Und da hat es auch schon zu brutzeln aufgehört. Es ist immer noch dunkel. So, los geht's. Ich werde jetzt... Nee, jetzt wird nicht gesprintet. Surrounded by snow. Nothing to drink. Wir sind ein bisschen durstig, aber... Brutzelt hier immer noch. Moment. Bei uns unten hat es aber nicht tatsächlich... Das ist jetzt natürlich dumm. Bei uns oben hat es nicht mehr gebrutzelt. Dann werden wir nochmal ein, zwei Stündchen Nickerchen anhängen. Irgendwo hier. Seltsam. Das sind die letzten Zuckungen. Müssen wir mal was trinken, oder? Das sind die letzten Zuckungen der Batterien, die sich aufgeladen haben, offenbar. So, Schlafsack. Ja komm, wir machen mal 2 Stunden. Das muss locker reichen. Wir warten mal. So. Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass wir hier irgendwo in so Kabel reinlaufen. Also hier ist alles ruhig. Fantastisch. Tagesanbruch. Wir werden da vorne das Wasser noch mitnehmen. Und dann werden wir oben nochmal uns ordentlich vollhauen mit Essen. Mit Trinken. Und werden dann den Rest Lampenöl und was wir sonst noch hier drin haben, werden wir dann alles hier lassen. Sehr schön. Schön melancholisch hier wieder die Musik im Damm. Habe ich eigentlich hier unten schon geplündert? War hier irgendwas? Ah, leider nicht. Muss mal überlegen, wo die nächste Chance besteht für ein Gewehr. Im Coastal Highway, also in der Küstenstraße, da gibt es schon ein, zwei Punkte, die wir abklappern können, die wir wahrscheinlich auch abklappern sollten, aber bis dahin, also in dem Zwischenstück zum Beispiel, ich glaube Ravin oder so heißt es im Englischen, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo es da noch irgendwas geben sollte an Gewehrpositionen. Es ist halt einfach so dumm, ne? Es ist so dumm, dass du komplett wehrlos hier rumlaufen musst. Ich meine, wir sind gut zurechtgekommen bisher. Auch der Wolfsangriff, den wir hier überlebt haben, der erste und einzige bisher, das hat schon geklappt, das hat schon gepasst. Da sind wir relativ unbeschadet daraus hervorgegangen. Aber auf das kannst du dich halt nicht immer verlassen im Spiel, ne? Wenn es wirklich dumm läuft... Du bist vielleicht gerade am Erfrieren oder so oder hast irgendwie eine andere Notsituation, dann greift dich auch noch ein Wolf an. Dann verjagst du ihn, dann müsstest du dich verarzten, dann kommt vielleicht noch ein zweiter Wolf, der auf dich aufmerksam wird und so weiter. Da kann so schnell so viel passieren. Innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden kann sich hier im Spiel das Blatt komplett wenden. Deswegen muss man hier auch, ne, immer vorsichtig sein, nie irgendwie großartig alles für sicher nehmen. Nichts ist sicher im Spiel. So, wir hauen uns jetzt einfach mal alles rein, was wir hier haben.
Dann Holz will ich auf alle Fälle mitnehmen. 4 Stück. Ich würde mal 1 ablegen. 3 Stück vom Zedernholz, weil wir auch noch die Kohle mit dabei haben. Die Klamotten passen. Das können wir noch ganz kurz auffüllen. 0,04 Liter. Den Rest, den lassen wir hier. Das lassen wir hier, das lassen wir hier. Wir sind bei 39 Kilo, immer noch mega schwer momentan. Aber aktuell kann ich nichts weiter ablegen oder will ich nichts weiter ablegen. Ich glaube, dass das Essen sich natürlich schon sehr schön aufsummiert. Und natürlich die 13 Liter hier unten, viel zu viel eigentlich, aber hey. Wir sind jetzt gerade mal knapp 5 Kilo über dem Normalgewicht. Das passt schon. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut. Kurze Folge, etwas kürzere Folge heute. Und dann werden wir in der nächsten Folge uns hier aus diesem Gebiet entfernen und zum Zwischenübergang gehen und von dort aus Richtung Küstenstraße. In diesem Sinne, macht's gut und bis dann. Ciao.